Ronja, und heute schauen wir uns mal Unusual Memes an, denn mein Editor hat mir empfohlen, die mal anzugucken. Ich weiß nicht, ich habe nicht gewusst, dass die existieren. Ich bin auf den Kanal gekommen. Es sind ungefähr 100 von diesen Meme-Compilations, alle mit Millionen von Aufrufen. Ich weiß nicht, was es ist. Die Thumbnails sehen teilweise einfach nur aus wie: Ich habe in 3 Minuten in Photoshop irgendein Gesicht von einem Tier ausgeschnitten und das auf einen Minecraft-Hintergrund geklebt. Tada, hier ist mein Thumbnail. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wo die herkommen, aber sie existieren. Also wenn euch das nicht gefällt, ja, wenn ihr sagt, mag ich nicht. Gefällt mir nicht. War blöd. Habe ich nicht einmal habe ich gelacht. Ja, nicht einmal habe ich geschmunzelt. Mein Mundwinkel war unten. Falls ihr euch das denkt, dann schreibt einen wütenden Kommentar unter das Video an meinen Editor. Macht Emojis rein. Caps Lock. Was immer ihr wollt. Fühlt euch frei. Ich filter die nicht. Tobt euch aus, ja? Macht, was ihr wollt. Okay, wir gucken uns das an mit dem Hamster auf der Wiese. Okay, here we go. Wir haben. Ich hab. Was? Wait. Das sieht aus, als wäre das irgendeiner von diesen Snapchat-Filtern, richtig? Das heißt, der Sonic. Ich meine, der existiert nicht wirklich. Das Timing ist so gut. Warte, 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 warte. Ich Es hab. passt so gut, wer auch immer das gemacht hat. Das ist ja insane. Holy moly. Okay, krass. Aber No, no, yeah, I never, Oh, die Katze ist niedlich. Das ist so niedlich. Oh mein Gott. Erstmal, es passt auch so gut mit der Musik, die im Hintergrund läuft. Du hast so diese Dü-dü-dü und du hast gerade das Spiel angefangen und du bist auf deinem Abenteuer. Ich will mich nicht, ne? Ich glaube, das ist diese Link-Musik, ich bin mir aber nicht sicher. Und du hast die kleine Lebensanzeige und es passt auch so gut, weil diese kleine Katze dann auch noch da stehen bleibt. Du bist so, wo könnte ich denn jetzt lang gehen? Es ist so niedlich auch. No! Something in my shower. I think Okay. I heard somebody break in. Okay, er sagt, er hört jemanden in seiner Dusche und der denkt, jemand ist eingebrochen. Okay, er war eine Katze. Ja, gut, das war jetzt nicht so lustig, aber da habe ich auch an einem schlechten Moment angehalten. Ja, das ist meine Schuld. Der Witz wäre bestimmt gekommen, wenn ich da jetzt nicht die Pause gemacht hätte. Ja, wenn ich nicht in einem dummen Moment zum Übersetzen pausiert hätte. Dann wäre der Witz einfach, die Katze ist da. Denkt jemand ist eingebrochen, es ist die Katze. Bam. Ist das eine Katze? Wie? Wie? Hä? Wie ist das möglich? Können meine Katzen das? Jovi, komm mal rüber. Jovi. Will nicht. Faszinierend. Okay, wir haben das Golfkart. Oh. Das ist das, wo das Thumbnail her ist. Das ist das, wo das. Das habe ich gesehen. Das passt so gut. Hat das jemand gebastelt? Hä? Aber das passt auch vom Himmel gut. Irgendjemand hat das gegreenscreened. Irgendjemand hat sich hingesetzt und hat sich gedacht: Jungs, ich weiß genau, was ich heute mache. Er hat zu viel Phineas und Ferb geguckt. Er hat gedacht: Ich habe Sommerferien, ich habe viel zu tun. Wir hatten einen Greenscreen gebaut. Und hat das dann mit Minecraft ausge. Es ist so gut geworden. Nein! Warte, was? Okay, aber, Hamster. Hamtaro wurde von einem Creeper explodiert. Was ist denn mit dem los? Wieso hat er so einen langen Daumen? Warum? Wieso? Ist das eine Krankheit? Okay, die Musik ist gut, der Hund ist am Weiben. Das mag ich lieber als den Daumen. Der Daumen hat mich ein bisschen, ne, nervös gemacht. Den Hund fühle ich. Der Hund ist ready. No. Aber wie gut die Leute das da, also ich weiß auch nicht, die Leute, die diese Memes machen, haben wahrscheinlich irgend so einen Online-Kurs gemacht. So, hey, so lernt ihr CGI-Effekte für Anfänger.
Und das ist einfach das Ganze, was die da machen. Du hast doch immer, wenn du so einen Online-Kurs machst, so Übungsaufgaben, wo du sagst, okay, hier testen wir, was ihr heute gelernt habt, Photoshop oder sowas, heute macht ihr mal das Bild in keine Ahnung, die Umgebung. Und hier machen die ja, jetzt macht ihr den kleinen Alien-Mann aus Monster AG auf das kleine Pferd. Konfus. Was war das? Was habe ich mir da gerade angeguckt? Der ist cute. Ist hungrig. Oh! Mach er, Junge. Noch einmal. Was sagt er? Oh nein! Das tut mir weh beim Angucken. Möchte ich nur machen mehr. Ich glaube, das wird gecopyrighted. Okay, das ist der Hund. Das ist so witzig. Ich muss gucken, weil bei irgendwas keine Musik hört, dann habe ich die rausgeschnitten, weil das waren dann Originallieder und ich wurde neulich schon wieder geclaimed. Ich will nicht ständig geclaimed werden für alles, was ich hochlade. Okay, da macht jemand Babypuder auf den Jungen. Was zur Hölle? Was ist das? Was war das? Okay. Okay, er hat eine VR-Brille. Das seht ihr nicht. Die wird von meiner Kamera überdeckt. Aber er hat eine VR-Brille. Es hat so gut gepasst, weil er hat sich mit umgedreht. Ich habe meine Frisbee weggeworfen. Und dann kommt der Bus auf einmal. Okay. Also, du Drecksack. Hast mich heute Mittag nicht gefüttert. Jetzt sitze ich vor deinem Zimmer und lass dich nicht raus. Was machst du jetzt? Fight to the death. Okay. Okay. Der, ich weiß nicht, was sie sagen. Die Sprache spreche ich nicht. Aber er hat irgendwas im Gras. Was ist das? Ist das eine Schlange? Ist es eine Schlange? Ist es ein Gürtel? Was für ein... Oh! Nee. Ich werde immer nervös, wenn ich so Videos gucke mit Schlangen, weil ich immer denke, Schlangen sind voll unberechenbar. Ich habe Angst vor Schlangen. Es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich halte mir gerne Reptilien in meinem Haus oder so Spinnen oder so Kram. Ich fühle das nicht. Ich habe da Angst. Ich habe da Respekt. So eine Würgeschlange habe ich Angst, dass die einfach ausbricht und mich im Schlaf einfach so... Wie ist es bei euch? Habt ihr Reptilien oder wollt ihr welche? Oder findet ihr auch flauschige Haustiere sind die einzig wahren Haustiere? Schreibt es mal in die Kommentare. Ooh, up in there. Was hat er gebaut? Ooh, up in there. What the... Okay, er sagt, wer ist denn da drin? Ich glaube, das muss ich rausschneiden wegen Schimpfwörtern. Okay. Okay. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Er ist so niedlich, aber fällt einfach runter. Okay. Okay, er springt. Das ist der Frauen. Okay. Was macht die Katze? Bro, you good, bro? Whoa. Er ist nur so, hey, bist du tot? Okay. Der Vogel. Oh! Da! Warum war denn da eine Schlange drin? Ah! Don't move the boat. Wieder was Friedliches. Sie machen den Kaffee. Ein schönes Muster. Oh! es ist halt auch... Es ist witzig, dadurch, dass es so gut auf die Beats getimt ist. Es ist... I like it, okay? Wenn euch das jetzt allen nicht gefällt und eure ganzen Kommentare voller Wut gegen meinen Editor sind, fein. Mach ich's vielleicht... Ich mach's wahrscheinlich nochmal, ja? Könnt ihr mich nicht aufhalten. Ich finde es so witzig. Der Hund fährt. Oh nein! Okay. Oh. Oh, der Koala! Okay, Pferd und Wagen. Pferd driftet den Wagen. Es muss sein
was die Leute benutzt haben, als es noch keine so Achterbahnen gab, so diese schlechten Achterbahnen, die so bei so Jahrmärkten aufgebaut werden. Wisst ihr, was ich meine? Wir hatten bei uns, was es hieß, Laternenfest. Da gab es dann immer so, keine Ahnung, Breakdancer und diese Fahrgeschäfte, wo du dann auch in so einem Sitz bist und du bist so, und du hast den Ansager, wollt ihr nochmal eine Runde, noch eine Runde, geht noch, und dann machen wir nochmal. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist das, nur ohne Ansage. Das fühle ich. Okay. Was? Fasziniert. Oh nein, die ist wieder reingefallen. Wie unlucky. Come on, strike me down. Okay, er sagt, ist das, was du willst? Lass mich vom Blitzer schlagen, im Prinzip. Ich... Dann hält einfach eine Schaufel hoch. Er sagt, du traust dich nicht, Blitz schlägt ein. Wer filmt denn das auch? Es passt so gut. Ich mag die. Ich bin Fan. Von den Unusual Memes. Ich meine, er kann nichts dafür, dass er so klein ist, aber es ist auch witzig. Okay, er macht Kaffee. So ein Kaffee-Ding habe ich auch. Wieso machen Krokodile so niedliche Geräusche? Das klingt ja... Oh mein Gott. Und er lässt sich kraulen unter seinem Gesicht. Und er ist so, ich beiß dich, ich bin schon groß, ich beiß dich. Und dann ist er nur so, ja, ich werde gekrault, ja. Es ist so niedlich. Es ist eine perfekte Mischung aus. Es ist niedlich, aber es sind auch lustige Sachen. Zum Beispiel der Hund. Der ist nicht so lustig. Die Gans. Sie putzt ihren Schnabel. Sie geht baden. Sie ist ausgerutscht. Oh nein. Ich wusste nicht, dass das geht. Was macht der Elefant? Nix. Die Melone ist nicht mehr gut. Warte, ich war so überzeugt, dass es einfach so ein Volleyball ist oder irgendein so ein... Wisst ihr, was ich meine? So ein Ball, den du werfen kannst. Einer, der relativ leicht ist. Und dann war das... Okay, wild. Since pilots couldn't see out of the plane because of angled landing, engineers put together a solution. Okay, er sagt, weil Piloten nicht wissen, wie das Flugzeug landet, weil das irgendwie so angewinkelt ist, haben die Ingenieure eine einfache Lösung gefunden. The Concorde featured a droop snoop. Droop snoop. Und zwar ein droop snoop. No, the snoop would droop. The snoop drooped. Das ist witzig. Wenn ich groß bin, würde ich mal diese Katze sein. In der Dermel mit meinen Füßchen unten raus. Und eingekuschelt auf dem Sofa. Da sehe ich mich. No, ist so süß. Okay, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert gerne diesen Kanal. Ich poste jetzt mehr Videos, denn ich habe Semesterferien, also mehr Zeit. In der Theorie, eigentlich muss ich lernen. Aber wir alle wissen, ich habe mehr Zeit, weil ich lerne nicht wirklich. Und deswegen poste ich mehr Videos. Herzlichen Glückwunsch. Freut euch gefälligst, bitte. Danke. Falls ihr es nicht verpassen möchtet, abonniert den Kanal und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, ob ihr sowas nochmal wollt oder nicht. Sonst mache ich es nicht. Sonst mache ich es doch. Wer weiß, was ich tue. Finden wir es heraus.